Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Mario Kart Double Dash Custom Track. Heute spielen wir Pianta Parlor, was auch glaube ich ein Mario Kart Wii Jam Track war, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe keine Ahnung, ne? Bei Mario Kart Wii bin ich halt überhaupt nicht drin in der Custom Track Szene. Auf jeden Fall gibt es das jetzt hier auch für Mario Kart Double Dash. Und das ist wohl an Paper Mario 2 angelehnt, also Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Deshalb, da habe ich auch keine Ahnung, habe ich auch noch nie gespielt. Deshalb müsst ihr mir sagen, passt das gut, passt das nicht gut? Also inwiefern ist das originalgetreu oder wurde das total verbockt? Da bin ich auf euch angewiesen. Aber wir gehen hier rein in den Custom Track. Hier, Pianta Parlor habe ich auch direkt ausgewählt im Flower Cup. Leider ganz am Schluss vom Cup, nicht am Anfang. Deshalb müssen wir das wie meistens im Time Trials Modus spielen. Aber wir gucken mal. Streckenlayout sieht schon mal schön aus da auf der Karte. Und ja gut, die Paper Mario 2 Elemente kann ich auch easy erkennen, ohne großartig mit Paper Mario 2 was zu tun zu haben. Weil, in der Tribüne, auf der Tribüne, sagt man, da stehen und sitzen die ganzen Fans, ja, die ganzen Papier-Toads, Papier-Lucky-Two, Papier, keine Ahnung, sämtliche Charaktere halt. Rechts sehe ich so einen einarmigen Banditen, ne, und was gibt's hier noch? Okay, solche Karten auch. Na gut, das sind die Piantas aus Super Mario Sunshine, ne? Das ist auch sehr cool, muss ich sagen. Das ist wirklich sehr cool. Und was gibt's hier sonst? Klar, so ein Stadthintergrund quasi an der Wand aufgemalt, wenn man das so sagen möchte. Und sonst, ja, ist das sehr schön gemacht, ne? Hier so Glücksrad soll das wahrscheinlich darstellen. Sogar eine Lücke im Boden, wo man reinfallen kann. Das finde ich immer am coolsten. Das gefällt mir am besten eigentlich. Würde ich fast sogar schon sagen. Und ja, allgemein wird man hier sehr gut durchgeleitet mit den ganzen Pfeilen. Ich muss sagen, mich erinnert das auch allgemein sehr an zwei andere Spiele auch. Und zwar an Super Mario Sunshine. Okay, jetzt haben wir eine Runde geschafft. An Super Mario Sunshine, an das Casino erinnert mich das natürlich auch. Aber auch an die ganzen Luigi-Minispiele von New Super Mario Bros. Beziehungsweise auch Super Mario 64 DS. Was halt auch meine Kindheit war, ne? Das ist halt, also vor allem das, ne? Diese Minigames, diese Luigi-Minigames vom Nintendo DS. Vor allem an die muss ich da denken. Immer wenn es in irgendeinem Mario-Spiel ein Casino gibt, dann denke ich immer an Luigi, wie er mich abgezogen hat. Wirklich, also da bin ich süchtig geworden. Da bin ich süchtig geworden. Dank Luigi, Alter. Aber das stand ihm auch, ne, muss man sagen. Seine schöne Fliege. So eine schöne Weste, ne? So eine schöne Weste auch. Und wie er dann die Karten durchgemischt hat. In der Hintergrund lief ein Toad vorbei, glaube ich. Der dann die ganzen Getränke auf einem Tablett hergebracht hat und so. Das war so detailreich auf dem Nintendo DS. Das war wirklich unglaublich, ne? Muss man echt dazu sagen. Nee, aber wirklich, also die Strecke, die ist wirklich, wirklich gut gelungen. Auch die ganzen Animationen vom Glücksrad, von den Pfeilen, von allem eigentlich, ne? Muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, sind die... Okay, die Charaktere sind nicht animiert. Aber hier unter der Tribüne, da sind noch diese Screens quasi. Die sind auch animiert. Da oben links sehe ich noch das Pianta Parlor Logo sozusagen. Ne, also ist wirklich, wirklich gut gelungen. Hier gibt es sehr viele Details. Ich habe überhaupt nichts auszusetzen hier an dieser Custom-Strecke. Die ist wirklich, wirklich gut gelungen. Ne? Deshalb, wenn ihr sie selber zocken wollt, ich kann es eigentlich nie oft genug sagen. Aber schaut in der Beschreibung vorbei, da ist immer alles verlinkt, ne, was ihr braucht. Deshalb, ja, wenn euch das nicht nur gefällt zum Zuschauen, sondern auch zum selber zocken, das, was es hier immer in meinen Videos gibt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, ohne da großartig rumsuchen zu müssen. Ne, da bin ich quasi euch gerne eine Hilfe. Und da wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid, Leute. Genau, so ist das. Ja, hier nicht ins Loch fallen. Mir reicht es, dass ich einmal runtergefallen bin.
Und deshalb möchte ich nicht mehrere Male runterfallen. Das wäre natürlich nicht so gut, ne? Und jetzt, ich glaube, nach dieser Röhre hier sind wir auch schon im Ziel und haben es dann, glaube ich, auch schon direkt geschafft, ne? Ja, das ist so. Okay, circa 3 Minuten, circa 3 Minuten insgesamt. Circa 1 Minute pro Runde. Ich finde, das ist eine solide Länge von der Strecke. Und es passiert ja auch was auf der Strecke. Vielleicht könnte es ein paar mehr Hindernisse geben. Aber ich glaube, wenn man das im Grand Prix-Modus spielt, dann ist es auch wirklich spannend mit den ganzen Fahrern. Weil so breit ist die Strecke nicht. Also schon breit, aber ich glaube, wenn da andere Fahrer noch drauf unterwegs sind, dann kann es ja manchmal heikel werden. Deshalb, ja, war wirklich cool, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Wenn dem so war, lasst ein positives Feedback da. Wenn es nicht so war, lasst ein negatives Feedback da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst gerne auch weitere Vorschläge in die Kommentare. Und dann war es das für heute. Bis dann und tschüss, Leute. Bis dann.